Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Uh, Internetunterricht, Livestreamen, das war vor drei Wochen wahrscheinlich noch komplettes Neuland. Jetzt wird sich euch vielleicht sogar schon daran gewöhnt haben. Uh, Open Floor ist eine Veranstaltung der HTL Donaustadt, Abteilung für Informatik. Wir haben Mittwoch, Donnerstag und Freitag unsere Pforten geöffnet, unsere Rechnerräume genau genommen. Schüler können kommen, können Fragen stellen, verabreden sich oft mit anderen Schülern, machen private Projekte. Die Besseren, die Schlechteren, alle bunt gemischt. Wir haben Open Floor in verschiedenen Gegenständen. Und ich bin äh, unter anderem einer der Programmierlehrer, der Postlehrer an der Hotel Donaustadt. Was machen wir heute? Heute ist ein bisschen speziell. Wir haben, ich habe nichts, was ich euch vorzeigen werde, also was ich vorprogrammieren werde. Was ich aber mache, ist, dass ich euch Programme vorstelle. Und ihr seht es, was ist das? Catalyst Coding Contest. Morgen ist der große Tag, 3. April geht es los. Uh, der Schulcontest und der Klassikcontest am Nachmittag uh, läuft los. Wir haben uh, grundsätzlich, warum ich nichts vorbereitet habe, uh, muss ich offen sagen, ist deswegen, weil wir morgen uh, Abgabe der fünften Klassen Diplomarbeiten haben. Das ist, glaube ich, in ganz Wien so oder vielleicht auch in ganz Österreich. Das heißt, da ist ein bisschen Stress und da ist natürlich für die Diplomarbeitsbetreuer auch einiges an Lesearbeit und Korrekturarbeit noch da. So wie bei jedem Projekt, am Schluss ist Crunch Time und äh, wenn die Release rausgeht, die Diplomarbeit, dann muss man halt ein bisschen ja, äh, richtig in die Tasten greifen, beziehungsweise ein bisschen härter arbeiten. Gut, was ich euch heute zeige: zwei große Programmpunkte. <laughs> Der Simon Silvester Kaufmann schreibt gerade: I feel that. Er ist einer von unseren fünf Glas ja. einer unserer Besten. Was wir heute im Programm haben, ist erstens Catalyst Coding Contests. Firma Catalyst Cloud Flight veranstaltet jedes Jahr zwei Programmierwettbewerbe. und morgen finden die statt, diesmal ganz online. Was, und das zweite, was ich habe, das freut mich wahnsinnig, ich habe vor zwei Wochen einen Wettbewerb ausgerufen, Konsolen spielen C Sharp, habe das auch vorgezeigt, wie das geht, das Programmieren. Und ich habe zwei Sieger gekürt, die mir unglaublich geniale Programme geschickt haben. Wer das ist, das wird noch, äh, werde ich noch später verkündigen. Aber ich stelle euch die Programme vor und es ist absolut ein Hammer, was, was da für Einzelne gekommen sind. Ganz tolle Programme. Gut, womit starte ich? Diese E-Mail ist vor einer Stunde reingerauscht von den Veranstaltern vom CCC-Team. CCC ist die Abkürzung für den Contest. 12.37 Uhr, habe ein bisschen schmunzeln müssen. Vielleicht ist derjenige, der diese E-Mail geschickt hat, hat sie wahrscheinlich um 13.37 Uhr weggeschickt zur Lead-Time. Da erinnern: steht alles, was ihr wissen müsst für den morgigen Contest. Als Intro, falls ihr, falls ihr das seht und ihr habt keine Ahnung, von was ich da gerade rede, äh, ich habe vor, das, das sind meine Videos auf den YouTube-Channel und hier sind zwei Livestreams dabei. Der Coding Contest Vorbereitungssession, den habe ich letzte Woche gestreamt und ihr findet in diesem, in diesem Video praktisch eine komplette Anleitung, wie ihr teilnehmen könnt. Hier seht ihr auch ein Trainingsspielchen, was ich gemacht habe. Simon kann auch schmunzeln, weil der war bis zum Schluss dabei. Ganz am Ende beim Level 5 bin ich gescheitert, da habe ich irgendwann einen Fehler gehabt. Aber solche Beispiele, wie ich die hier vorprogrammiert habe, wird jetzt hier morgen auch bekommen, nehme ich an. Gleich vorweg, ich bin nicht Mitglied der Firma CCC, äh, Catalyst Cloud Flight. Wir machen nur einfach regelmäßig dort mit unseren Schülern, nehmen wir teil und letztes Jahr haben wir mit dem Daniel Fenrich auch den Sieger des Schul-CCCs stellen können. Also wenn jemand Interesse hat, schaut euch dieses Video auf jeden Fall an. Also das ist genauso ein Livestream. Das da die Konsolenspiele in Sie sharp, zu denen komme ich dann, das ist der Wettbewerb. Was? Also, ihr registriert euch auf dieser Plattform und es gibt, das ist sehr speziell, die machen ja äh, heuer, die Veranstalter machen einen reinen Online-Wettbewerb. Und sie haben uns im Vorhinein auch Informationen gegeben. Ihr kriegt diese E-Mails, wenn ihr registriert seid, und es geht offenbar ums Thema Quantum Computing. Sehr gescheit, lest euch das einmal durch. Es ist auf Englisch. Äh, da sind viele Begriffe dabei, die eine Rolle spielen können. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, es ist gut, wenn ich weiß, was ein Qubit ist. Das ist ein Quantum Bit, und ein Quantum Bit ist nichts, was 0 oder 1 ist, sondern das ist immer gemischt. Ihr könnt es auch hergehen und ein bisschen googeln. Wie gesagt, ich wollte zwar was vorbereiten, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft. Da kommen so komische Schreibweisen zu tragen, aber im Prinzip ist es ein bisschen so wie ein zwei, wie ein Koordinatensystem mit einer X- und Y-Koordinate. Es gibt auch irgendwo eine Stelle. Da steht drinnen, dass es, nicht, dass es ein bisschen was mit komplexen Zahlen zu tun hat. Das ist, glaube ich, etwas, was die Zweitklassler jetzt schon können müssen, Dritt-, Viert- und Fünftklassler auf jeden Fall. Das heißt, es hat wahrscheinlich irgendwas mit Quantencomputing zu tun. Ich bin sicher, es ist nicht so kompliziert, wie Quantencomputer zu programmieren. Wir haben eine super Diplomarbeit letztes Jahr gehabt über das Thema Quantencomputing. <laughs> mein Rechner hängt, das ist aber nicht gut. Okay, jetzt geht's wieder. Lest euch diese Sachen durch, wie man es braucht und so weiter. Throughput auf ein Harddisk sind kleine Berichte. Das heißt, sie geben uns die Veranstalter geben uns den Hinweis, das Ganze hat was mit dem zu tun. Was auch neu ist, ihr kommt auf einen Stream. Die streamen offenbar. Ich nehme an, sie moderieren das Ganze. Da steht auch die Agenda dabei. Für euch zählt, wichtig, nicht 8 Uhr sondern wenn ich schaue, das ist UTC, wenn ich schaue UTC to Vienna, wenn ich jetzt einmal annehme, dass die meisten hier jetzt aus Wien kommen, ihr seht, das sind zwei Stunden Unterschied, 11.47 Uhr, bei uns ist es jetzt 1.47 Uhr, das heißt, bei uns startet dieser ganze Wettbewerb um 10 Uhr, ab 9.30 Uhr könnt ihr an euren Maschinen sitzen, euch einloggen und so weiter. Und der Classic CCC, bei dem ich dann auch teilnehme, der beginnt um 15 Uhr. Freue ich mich schon sehr darauf. Äh, genau. Was es auch gibt, das steht hier im Stream drinnen. Checkliste. Einfach nur überlegen, was habe ich, da gibt es nicht so viel, ein bisschen was zum Essen. Herholen ist wahrscheinlich eine gute Sache. Äh, einfache Regeln. Wie ich beim letzten Video gezeigt habe, wenn ihr was fertig programmiert habt, seinen Level, schaut's immer nur dass ihr eine Lösung nach der anderen committet, damit ihr damit ihr keine großen Strafminuten bekommt. Da steht eine one minute penalty when you submit a wrong test result. Und wenn sie im Team seid, ein einziges Team wird äh, für ein Team committet immer einer die die Lösungen, also schickt sie ein. Und wenn ich den Programmcode hinterher hochlade, was ihr auf jeden Fall tut, weil das ist nur gut, äh, Gibst du, bekommst du zwei Minuten wieder gut geschrieben? Ansonsten, wenn es dann Fehler machst, sind, 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 tun Sie so am Schluss nach den zwei Stunden Schulcontest, als wenn du eine Minute länger benötigt hättest. Gut, Fragen und Questions gibt es in Gitter. Die haben einen eigenen, ein eigenes Diskussionsforum. Da könnt ihr euch einfach reinhängen. Äh, warum da jetzt schon so viele sind, die sind wahrscheinlich vom letzten Coding-Contest drinnen. Da könnt ihr diskutieren und Fragen stellen. Ihr könnt theoretisch auch E-Mails schicken. Ich habe keine Ahnung, ob das, da werden wahrscheinlich viele E-Mails kommen, ob die nachkommen mit der Beantwortung. Gescheiter ist, so zu kommunizieren. Und dann für die, die einen Facebook-Account haben, habe ich nicht. Instagram wird leider schon mal nicht supportet. Kann man auch in einem big teilnehmen. Also die, die schon vor Verzweiflung. Äh, aufgegeben haben beim vier Stunden äh, Classic ccc vielleicht können auch hier coolstes pictures lustigstes verrücktestes Bild the most homey picture wahrscheinlich da haben in Pyjama und Badeschlappen oder so äh, reinschicken kann man den Preis gewinnen sehr gut gitter haben wir angesprochen die E-Mail ist falsch bei den Fragen ah okay gut guter Hinweis das war die E-Mail die ich da jetzt gezeigt habe Simon korrigiert mich gerade. Hm, hm, hm. Okay, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich sollte kein Showblocker sein. Äh, genau, und hier erinnern, wichtig, wenn Sie an, <laughs> kurze Wiederholung zuletzt Mal, wenn Sie teilnehmen wollt, einloggen, dann geht es, ihr sucht sich einen Wettbewerb. Die HTL Donaustädter werden wahrscheinlich alle hier auf Wiener draufhängen. View und Participate. Ich bin hier jetzt mit dem noch nicht, also noch nicht eingeloggt. Warte, das kann ich mal machen. Da muss ich, mich, ich, ich verzwitsche mich kurz auf den anderen Bildschirm. Damit Sie mir nicht beim Passwort eingeben, zuschaut. Gut, here I am again. Jetzt bin ich eingeloggt und ihr seht, ich hänge hier im, gar nicht, weil ich muss wieder Wien suchen. Wiener, Vienna, view Vienna. and participate. Genau, ich hänge jetzt hier herinnen. Job, participate, patient. Uh, ihr seht dann später auch ganzen Ergebnisse. Unlimited seating, keine denn Entschuldigung. Ihr könnt alle beliebig oft teilnehmen. Genau, und wenn Sie dann hier in den Cutcoder geht, wenn der Wettbewerb kommt, Seht ihr hier auf der linken Seite eure geskühlten Contests und dann klickst du hier drauf. Das ist eh der 33. bei mir der Klassik-Coding-Contest. Klickst drauf und dann geht das ganze Spiel los. Natürlich erst ab dem Startzeitpunkt. Gut, ich glaube, das war es eigentlich. Mehr kann man nicht sagen. Den HTL dann werde ich vermutlich auch einen Discord-Channel zur Verfügung stellen. Vor allem vielleicht für die Zweitklassler. Gedacht, oder auch für die anderen. Ich werde den ihr müsst mir allerdings, ihr kriegt den Link nur dann, wenn sie mir schreibt, dass ihr teilnehmen wollt, dass wir eine Gruppe sind. Ihr könnt euch aber auch untereinander natürlich organisieren. Da ist keine Pflicht dabei. Gut, überlege ich mal, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das heißt, morgen um 10 Uhr, ja, ganz wichtig, um 10 Uhr habe ich eine Telefon-Videokonferenz, das heißt, ich bin beim Schulkontest überhaupt nicht irgendwie dabei, was schade ist, alle, die jemals im Rathaus waren, wissen, was das für eine Gaude dort ist. Ganz abgesehen, wie weit man kommt, es ist ein absoluter Spaß, an diesen Contests teilzunehmen, das sage ich, obwohl ich eigentlich als Lehrer jetzt nicht unbedingt teilnehmen müsste, aber wer gern programmiert, ist auch beim Classic CCC einfach war nicht wieder ein absoluter, absoluter Spaß. Gut. Auf der Webseite zweiter Tab, ja, möchte ich jetzt nicht nachschauen, sollte eigentlich vom, vom, oder warte mal, tue ich vielleicht doch, dass jemand gibt mir einen Tipp. Zweiter Tab, ah, auf der Webseite, warte mal, verstehe ich gerade. Dann, CCC Stream, okay, was da jetzt falsch ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, Schrei schreib es vielleicht direkt genau rein, was falsch ist oder so, ich weiß ich gerade nicht. Zu dem ich jetzt komme, ist der erste äh, Coding-Wettbewerb auf diesem YouTube-Channel. Und zwar, ich habe bei meinem allerersten äh, Livestream hier gestreamt und habe vorgezeigt, wie man Konsole spielen, Konsolenspiele schreiben kann. Ich schaue ich gerade mal ein Ding erwischt. Habe ich da irgendwo ein Bildlein? Ja. Da habe ich irgendwie dann am Schluss gezeigt, wie man, wo man gleich dann so weit, ja, da habe ich mit dem Cursor herumfahren können. Und habe einen Aufruf getätigt, schickt mir eure Programme, die ihr, äh, die ihr schreibt dazu. Äh, und ich habe zwei Einsendungen bekommen, die wirklich absolut überragend waren, die mich wahnsinnig gefreut haben. Und zwar, also erstens einmal halt, Coding Contest, Entschuldigung, ich habe die Programme. Die ich das letzte Mal programmiert habe, habe ich doch was vergessen. CCC Livestream. Wenn ihr ja die Programme sehen wollt, wie man diesen einen Level, den ich im Video beschrieben habe, programmiert, könnt ihr da reinschauen. Ich habe diese ganzen Programme committed. Einfach, einfach reinlocken. Es ist aber nicht so was wahnsinnig kompliziertes. Mhm. Okay, E-Mail hat einen Tippfehler. Mache ich trotzdem hinterher erst, ja? Also, das heißt, das Thema war, solche Programme zu schreiben. Und was wir jetzt machen, genau, es gibt zwei Sieger. Äh, ich schalte mal, ich bin leider jetzt was, was äh, Grafik angeht, da sind jetzt begabt. Ich habe aufs Whiteboard die Sieger hingeschrieben und wir schalten kurz auf die Whiteboard-Tafel. Die Sieger dieses Wettbewerbs sind Fabian, Fried und Nico Tunio aus der 2BHIF. Great Games, die waren absolut sensationell. Ich zeige euch diese Spiele dann im Anschluss. Die kommen aus der Zweibehifte, das habe ich irgendwie gar nicht hingeschrieben. Das werde ich nur nachholen. Ich werde damit kurz raufrutschen, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Ich habe leider sonst keine Grafik und Zeichner kann ich nicht. Sehr gut, jeder, der mich kennt in der Klasse, meine Tafelbilder sind jetzt nicht so berühmt bei Skizzen. Äh, die beiden haben gewonnen und ich möchte euch kurz diese Spiele vorstellen. Äh, mit welchem Spiel fangen wir an? Das da, äh, ja genau, äh, das habe ich mir überlegt, das mache ich, mach ich äh, zufällig. Die Frau Professor Sarah Reisig, die bei uns auch unterrichtet in einer Abteilung, die kennt 100 Millionen Tools, die man im Unterricht verwenden kann. Eines davon ist diese Seite clastools.net, wo jetzt ein Lehrer zuschaut, das ist einfach zu empfehlen. Ah, weil ich das Bild sehe. Moment einmal, muss ich mal, muss ich mal kurz. Genau, jetzt haben wir nämlich das Bild. Ich habe zufällig dieses T-Shirt daheim, das hier auch auf der rechten Seite zu sehen ist. We can do it. Ich glaube, es ist ein feministisches T-Shirt, aber naja, Geschlechtergleichstellung ist ja hoffentlich jeder vernünftige Mensch. Wo wir waren, es kommt gerade ein Van Wirr rein in den Chat, ich bin Programmieranfänger und bräuchte einen, der mir das beibringen könnte. Kennst du da jemand? jemanden? Naja, also in einer HTL lernt man das fast am, am allerbesten, aber man kann Programmieren genauso lernen, wenn man, ähm, wenn man sich Tutorials anschaut. Äh, Komme ich vielleicht am Schluss zu sprechen drauf? Ich möchte jetzt einmal kurz die Sieger prämieren und zwar, wir haben da einen Random Name Ticker. Da hat mir die Frau besser Reise gezeigt. Wie geht das da? Ich möchte auswählen, wer als Erster gezeigt wird. Warte mal, da. Genau, wir haben entweder den Nico Tunio oder den Fabian Fried. Submit. Jawohl, da haben wir jetzt Und jetzt kann man draufklicken. Das Ding rät sich und wer wird das erster gezeigt? Fabian Fried. Okay, gut, wunderbar. Machen wir das. Das heißt, ich mache hier zu. Äh, Gehe einmal auf sein Programm. My Console Game. Und ich zeige euch einmal, ich starte das Programm einmal kurz an. Ein paar Sachen im Programm kann ich dann noch erwähnen. Es geht los. Schwuppdiwupp. Es startet mit einer Startseite, alles super beschrieben. Das heißt, die Pfeiltasten oder W und S zum Navigieren. Das Ding da ist ein Menü. Was ganz leibend ist, ist, wenn ich hier die einzelnen Labels durchmache, ihr habt fünf verschiedene Arten eingebaut. Einer ist noch nicht ganz fertig worden. Ich sehe hier unten immer angezeigt, wie ich rauskomme aus dem Ganzen. Was ich für Tasten zum Navigieren habe und so weiter. Ich starte einmal mit Labyrinth. Schwuppdiwupp. Der Fabian hat einen kompletten Labyrinth-Generator da implementiert. Das ist super, weil ich habe glaube ich gerade die schlechteste Lage. Ich fahre da oben mit dem linken Ding spazieren. Das Labyrinth ist jedes Mal anders. Das heißt, er generiert die Labyrinths. Hier unten ist mein Ziel. Ich fresse das Ziel einmal kurz auf. Super, danke. Jetzt muss ich wieder nach oben. Das heißt, ich kann hier herumkurven. Muss ich mal kurz schauen. Den hole ich mir noch. Oh Mann, oh da darüber geht's. Ihr seht, dass die Figur die, die dagegen Wände dazu. Da muss er irgendwo im Hintergrund eine Struktur abgespeichert haben. Jetzt hole ich mir den. Aha, jetzt muss ich noch einmal. Ach du liebe Zeit. Da muss ich jetzt kurz stoppen, weil sonst spielt er das ganze Spiel ewig. Eh Aber er hat, was ich überhaupt nicht gezeigt habe, er hat offenbar so gemacht, dass er genau überlegt. Ich habe ja beim letzten Mal nur ganz einfache Wände am Rand gehabt und er hat das so programmiert, dass er wirklich ganz genau nur bestimmte Felder zulässt und noch dazu, dass er Labyrinthe generiert. Gehen wir raus mit dem Escape-Button, das geht glaube ich jetzt nicht, nachdem ich alle Spiele durchspielen möchte, aber nicht ewig. Ah, okay. Labyrinthhammer, Deathline. Singleplayer-Multiplayer. Kurz einmal zum drüberstreuen. Das heißt, man kann auch zu zweit spielen. Ich gehe mal auf Singleplayer. Ich bin ja nur einer. Genau. Und das Spiel, das kennt wahrscheinlich... Aha! Das kennt jeder. Super. Das habe ich aber super nicht gekonnt. Das ist dieses Spielchen, wo ich nicht über meine eigenen, über meine eigenen Grenzen fahren darf. Seit Drone Legacy ist das bekannt. Immer mit Zeitanzeige, habe ich jetzt nicht gezeigt. Jump and Run. Cooles Spiel. Und zwar, ich laufe hier unten ein schwarzes Ding herum, kann mit der Space-Taste springen. Ich habe jetzt Gott sei Dank einen einfachen Parcours. Da ist das Ganze. Ah, das Fallen drinnen. Gut. Warte, man muss ich noch mehr rauf. <laughs> Ich bin ein absolut miserabler Spieler. Was ihr seht, ist, da ist einprogrammiert, dass wenn ich von unten drauf springe, dass mir das Ding verschwindet. Okay. Ich werde da, glaube ich, eh nicht drauf kommen. Ah! Okay. Ja, das war's. Hab schon gebissen. Uh, okay. Ihr kennt sicher besser Geheimen als ich. Das ist auch ein Spielmodus. Uh, super gemacht. Das heißt, ich habe hier ein Hindernis und abhängig davon, ob ich von der, von der unteren Richtung komme oder von der oberen, reagiert das Ding anders. Das ist eigentlich vom Programmieren her wirklich äh, extrem coole Sache. Jump and run, follow the track. Kompletter Labyrinthgenerator. Ihr seht, ich habe hier einen Kurs. Ich bin das schwarze Maxel und flieg gleich einmal raus. Follow the track noch einmal. Warte mal. Da bin, ah, mein Gott, ich bin in der falschen Tasten. Ah, no, warte. Follow the track. Was haben wir da? AD, ah, Horizontal Arrow Keys. Ah, hoppala. Ah, warte mal, da habe ich glaube ich irgendwas ruiniert. Das ist natürlich unverzeihbar, wenn ich das mache. Na, ja, lustig, warte mal, irgendwas habe ich da jetzt komplett verrödelt. Ah, yes, ich bin ein. Ähm, kein Kommentar. Das helle ist natürlich der Weg. Jetzt bin ich wieder abgestürzt. Wahnsinn. Genau, jetzt fängt das Ding zu fließen an. Und ich muss schauen, dass ich da jeweils diesen Weg entlang gehe. Das heißt, er verschiebt da beinhard ein komplettes... Ah, okay, die habe ich Gnade, bin ich nicht. Ah, er verschiebt praktisch permanent den, den ganzen Modus, den, das ganze Labyrinth. Vielleicht komme ich jetzt mal ein bisschen weiter. Also es ist von der Komplexität hundertfach komplizierter als das, was ich da letztens programmiert habe. Jetzt muss ich schnell sein. Ja, uh, gerade noch. Okay, Enter, passt. Das ist es. Uh, Tower-Defense kann ich auch geben. Das ist ein bisschen, das ist nicht fertig offenbar noch. Da kann man offenbar hier Steine setzen. Weiß ich nicht. Aber rein vom Ablauf. Und hier habt ihr auch den Fall, da rennt jetzt automatisch irgendwas dahin. Wahrscheinlich mit einem Timer oder mit einem mit einer Verzögerungsschleife. Also ganz riesen Anerkennung, sogar unterschiedliche Farben gibt es da. Äh, beim Fabian ist nicht zu überraschen, dass er auch in der Unity Game Development Gruppe vom Herrn Professor Reitzamer dabei ist. Aus dem wird sicher vielleicht einmal Spieleprogrammierer. Auf jeden Fall ein sehr guter Programmierer ist er jetzt schon. Der kennt sich da mit Dingen aus. Timespan.0. Timespan, weiß ich gar nicht, ob das die meisten von euch kennen. Das ist die Zeitspanne, die man hat in C-Sharp. Ich kann da jetzt nur ein bisschen durchlaufen. Er baut sich da wunderbar Klassen zusammen. High -Score, komplette Highscore-Verwaltung drinnen. Gewaltig. Enemy 1 ist auch eine Figur. Wunderbar gemacht. Uh, ja, readme.txt, er liefert mir gleich eine komplette Beschreibung mit uh, und ist einfach ein absolut einmaliges Programm, ja, vielen Dank für die Einsendung, uh, du genauso wie der Nico haben sich den, einen Preis verdient, nachdem ich uh, jetzt nicht der reichste Mann der Welt bin, aber... Ich habe mir gedacht, ich schenke euch einfach jeweils 15 Euro Gutscheinkarten. Mein Sohn hat mir gesagt, auf der Seite kann man die zum Beispiel bestellen und elektronisch zuschicken. Ich schicke euch natürlich keine physische, aber ihr habt beide 15 Euro gewonnen für solche Karten. Okay? Das war das Programm vom, vom Fabian Fried aus der 2 Und jetzt komme ich zum anderen Programm vom Nico. Nico Tunio, genau. Ihr kennt es vielleicht alle, das Spiel 4096. Das ist dieses Spiel mit den Zweierpotenzen. Was also eine Zweierpotenz ist, wissen hoffentlich alle von euch, auch die Erstklässler. Wenn ich eine Zahl mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 rechne, dann komme ich immer zu diesen Zweierpotenzen. Ich zeige mal das einfachsten, den einfachsten Modus. Die Zahl 2. Was ich hier jetzt mache ist, ich habe überall 2 liegen, ich kann mit der Taste nach rechts, links, rauf, runter, ASDF, muss ich ein bisschen umgreifen, kann ich äh, definieren, warte mal, ich bin da mit meinem Bild im Wege, das passiert mir leider bei manchen Livestreams, kann ich aneinander liegende Potenzen, die gleich groß sind, zusammenaddieren. Die kann ich jetzt einfach leicht alle nach unten verschieben, 64. Das da, dann kann ich alle nach links geben, alle nach rechts, ich kann sie hinunter, hinauf geben und muss sie jetzt so kombinieren, dass ich irgendwann in Summe die Zahl 512 bekomme. Da kann ich jetzt einmal so hergehen, ich gehe nach unten. Jetzt, wenn ich den Zweier hinüberschiebe, liegen die Zweier aneinander und werden zu einem Vierer. Wieder runter, ich glaube, das Spiel kennen viele, wahrscheinlich kennen das besser als ich. Die 8er kann ich jetzt so nicht kombinieren, aber was ich machen kann, ist, dass ich nach oben gehe und jetzt liegen die 8er aneinander und jetzt kombiniere ich sie zu einem 16er. Das Spielchen ist in allen Raffinessen durchprogrammiert. Ich gehe da einmal so her. Ah, das war schlecht, was ich da gemacht habe. Das war schlecht. Jetzt kann ich die 32er nicht mehr kombinieren. Muss ich einmal da die 4er auch in 4er. Keine Ahnung, ob das jetzt gescheit ist. Wieder hinunter. 8 und 8 ergibt 16. 2 geht hinüber. 2 geht hier zu einem 4er. Der 4, die zwei 2er haben jetzt einen 4er gebaut und der 4er den 8. er Und ich muss, die erhöhen sich immer mehr und fertig bin ich dann, wenn ich auf 512 oben bin. Jetzt wird es spannend. Das geht sich schon wieder nicht aus, wenn ich den 32er rüberschiebe, liegt mir der 64er dazwischen. Wahrscheinlich kriegen, ja, jetzt habe ich. 16 und 16 zu 32, jetzt mache ich den 64er. Jetzt kann ich nach rechts gehen. Und kann die 64er zu 128 kombinieren. Das war jetzt schlecht, das war nämlich wieder die falsche Bewegung. Ah, da da. Okay. Kriegen wir wahrscheinlich gerade ein Lochkrampferbaar daheim. 128. Der 8er, da kann ich den 6 ist. Fun-Charakter höchsten Maßes. Leider habe ich ziemlich viele Kombinationen. Ihr seht da seitlich immer den Score mit. Jetzt habe ich gewonnen, weil ich einen 512er habe. Ich kann das Ganze wieder starten und kann man da eine härtere, ein härteres Battle geben. Erst 2048, glaube ich, mache ich nicht. Ich kombiniere mal wieder alle zusammen. Ihr seht, die Bewegungen sind total genial gemacht. Das ist nicht einfach nur ein Rübersetzen, sondern ich sehe diese Bausteine auch gleiten. 4, merkt dass ich selber ein bisschen ins Fieber gerate zum Spielen? Den 2er rauf, dann kann ich es zum 4er kombinieren. Okay, vielleicht schaffe ich es schneller mal ausnahmsweise. Wenn ich nach links gehe, kann ich den 16er kombinieren. 2 rüber, rauf, nach links, dann den 4er, 2er und so weiter. Das geht jetzt, jetzt fange ich euch wahrscheinlich zu langweilen an. 21 Zuschauer und so weiter. Gut, das Spiel ist, es ist nicht einfach damit aufzuhören. Ich liebe dieses Spiel. Okay, da komme ich nicht weiter. Vierer. Ja, und sofort. Also jetzt muss ich aufhören. Wir haben. Der Nico hat es komplett durchprogrammiert. Was ihr da seht, ist auch, das ist spannend. Ich möchte ja, wenn ich dieses Spiel schreibe. Möchte ich 512, 1024, 2048 oder eigentlich 512, 2048, 8092 die Zweierpotenzen einschränken? Das ist eher das super Beispiel, was er völlig richtig gemacht hat, von einem Enum. Zellcontent 248, 16, 11, bis 65.536. Ich definiere mir hier einen Aufzählungstyp, wo ich eine bestimmte Zahl hineinlege. Unterstrich 16, Unterstrich 32 und so weiter. Anstatt dass ich jetzt die Zahl 16 verwende, kann ich hier nachschauen, wo wird das verwendet, find all references, schwuppdiwupp, die wupp und da sehe ich, dass der Code wird hier verwendet, äh, da noch Unterstrich 16, da wird eben nach einer bestimmten Farbe unterschieden. Die ganze Logik von dem... Ver Einigen, wenn jetzt zwar 16 an liegen, schauen wir mal, ob wir das schnell finden. Can move upwards. okay, solche Sachen. Also das Ding ist in allen Facetten ausprogrammiert. Ich weiß jetzt nicht genau, warte mal, Erase klingt mal gut. Na, das ist löschen. Ja, spawn random. Das ist die Stelle, wo er den zufälligen hineinsetzt. Can move right, da verwendet er sogenannte Value Tuples, mit dem Programmcode gar nicht anpassen. Da kann ich mit runden Klammern Dinge zusammenfassen. Can move down und so weiter. <laughs> das, das Ding da alleine hat jetzt 700 Zeilen, das Game selber, also das sind 700 Zeilen, Zelle Program, wie groß ist das Programm bei dem Ganzen? 139. Ja, wunderbar. Ist wahrscheinlich kompakt geschrieben, muss ich dazu sagen. Länge vom Programm sagt nichts über die Komplexität aus, weil man, wenn man viele Dinge natürlich in Methoden zusammenpackt. Gut, das war's im Wesentlichen. Von diesen Spielen freut mich wahnsinnig, dass sich zwei so reingekniet haben. Der Nico schreibt auch sonst großartige Programme, der Fabian sowieso ist eben auch in der, ist auch beim Herrn Professor einmal im professionellen Game Development bei uns dabei. Ganz kurz, äh, wenn jemand programmieren lernen möchte, wieder wird, ich schaue da nach oben, weil ich habe dich da oben am, am äh, Moment einmal, mein Programm ist wirklich hallo, mein OBS. Genau, ich hab dich da oben am Ding. Ich möchte programmieren anfangen und ich jemanden, der mir das beibringt. Was es gibt, google mal mal. Also HTLs sind natürlich, es ist ein bisschen die Frage, was du aus welcher Schule du kommst. Das muss man jetzt nicht verraten, aber eine Einsteigersprache, die ich unseren also den Besuchern unserer unseres Tag der offenen Türs, wenn da Schüler kommen und sagen, ich möchte ein bisschen probieren zu programmieren, empfehle ich immer, immer diese Scratch-Seite. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt schreiben willst, ob du, ob du die schon kannst. Äh, warte mal, da muss ich kurz wieder nach oben, dass ich mich einlogge. Scratch ist eine Sprache. Ich, komm, ich, ich hoffe, ich weiß mein Passwort noch. Scratch ist eine Sprache. Das schaut mir nicht gut aus. Das schaut auch nicht gut aus. Ja, schade, habe ich leider nicht geschafft, dass ich da jetzt reinkomme, weil das Passwort einfach nicht mehr war. Man kann grundsätzlich, wenn du hier scratchmi 2 eingibst, kannst du hier sofort beginnen, was zu programmieren. Kennst du, super. Das ist eine Sache. Also, da hast du ja von den Logiken, von den Abläufen hier, was haben wir denn da? Das ist alles auf Englisch da. Control. Also IF-Anweisungen und Schleifen kennst du. Äh, wenn man jetzt beginnt mit anderen Programmen, kann ich dir was zeigen. Pass auf. Und zwar, du gehst auf Visual Studio. Community Gottes Willen. Gottes Willen. Furchtbar. Entschuldigung. Ich zeige dir jetzt die ganze Zeit, was auf ding weil Habt sie ja mein Gesicht gesehen? Bin leider kein Profi-Livestreamer. Visual Studio Community Edition. Wenn du das eingibst, klickst du da drauf und da gibt es ein Download. Video Studio herunterladen. Und da gibt es, glaube ich, drei Arten. Das, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, du gehst auf Community. Da, das poppt schon hoch. Du gehst auf Speichern. Und was du dann hast, ist, du kannst so ein Programm starten. Diese Entwicklungsumgebung für C-Sharp. Du kannst ein Projekt anlegen, das schaut bei mir jetzt alles auf Englisch aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Problem ist oder nicht. Du gehst auf Next. My, mein erstes Programm. Alles, was du jetzt in Scratch normalerweise eingibst, über diese Blöcke, gibst du hier mit Texte ein. Und da gibt es ein paar einfache Sachen eigentlich. Wenn ich eine Zahl haben möchte, könntest du zum Beispiel hinschreiben, Zahl ist gleich 5, passt. In C-Sharp ist es jetzt so, dass wenn ich eine Variable anlege, dass ich immer den Datentyp dazuschreiben muss. In dem Fall, das muss man halt lernen, muss ich int dazuschreiben, wenn ich eine ganze Zahl speichere. Ich kann genauso hergehen und einen Text anlegen, das nennt sich String. Zum Beispiel Name ist gleich von Wirt, nämlich deinen Usernamen. Und dann gibt es Anweisungen, wenn du in Scratch etwas anzeigen möchtest, hast du einen Block. Wenn du hier etwas anzeigst, äh, muss man immer schreiben Console, WriteLine. Schreibe ich zum Beispiel, also warte mal, ich schreibe mal deine, ich mag so die Größe, ich weiß jetzt nicht deine Körpergröße, ich möchte dich auch gar nicht fragen über das Internet, ich weiß nicht, ob man das darf. Ich schreibe jetzt mal hin, du bist 1,70 groß, oder? Größe ist einen... Meter 70, waren wird? Und wenn ich jetzt zum Beispiel das ausgeben möchte im Programm, schreibe ich einfach hin: äh, Name plus einen Doppelpunkt, oder machen wir so: Ist, ja, in etwa, super, hey, du machst voll mit, das taugt mir voll. Name ist, jetzt schreibe ich die Größe hin: Zentimeter Großpunkt. Das setzt praktisch, das ist wie ein Text und vorne nehme ich das, was hier drinnen steht, das van viert und, die, und statt Größe schreibe ich hinten die Zahl hinein. Ich muss jetzt da unten, ohne dass ich das groß erkläre, muss ich diesen Code hinschreiben, damit das Fenster stehen bleibt und wenn ich jetzt Starten klicke, siehst du, kommt raus, van viert ist 170 cm groß. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich komme jetzt nur ein bisschen von Scratch her. Wenn du bei Scratch zum Beispiel diese Wenn-Abfragen hast, ich schreibe zum Beispiel hin, ähm, ich sage, jeder, der größer als 1,60 Meter ist, ist groß, alle anderen sind klein. Das heißt, äh, da kann ich hier mit Schrägstrich, Schrägstrich kann ich mir Kommentare hinschreiben, einfach Bemerkungen, Das ist selber was, was programmiere ich gerade? Abfrage ob äh, wann wird groß ist. Gott. Im Englischen, es wird alles Englisch eingegeben. Ich gebe hier einfach fein. If Größe ist größer, äh, warte mal, ob wann wird größer als 1,50, als 150 Zentimeter ist, so wollte ich es. Wenn die Größe jetzt, größer ist als 150, dann soll was passieren. Zum Beispiel wird ausgegeben, äh, ob du groß bist. Das da ist in Scratch. Warte mal, ich habe das jetzt noch da. Tut mir leid, dass ich das vorher nicht Ding, das ist, äh, Scratchy in my2EDU. Also haben wir startet das Projekt. Das, was ich jetzt eintippe, ist in Scratch ganz genau... Tada, warte mal, ich, ah, ich brauche eine Brille. Ich sehe nämlich einen Schmarrn. Ich sehe. Gibt es das? Wo ist meine If-Anweisung? Da ist Und dann If. Ich kann hier ja zum Beispiel, äh, ich kann hier Bedienungen hineinschreiben. Ich kann Scratch nicht ganz so schnell wahrscheinlich wie du. If, kann man da? Nein, nicht kleiner, weil es falsch wird erwischt, mich größer. Größer als 1,50 Meter. Genau, hier muss ich jetzt eine Variable reinschreiben. Größe, größer 150. Und genau dasselbe mache ich hier. Auf Größe 150 schreibe ich raus. Name plus ist groß, Rufzeichen. Wenn das nicht der Fall ist, schreibe ich rein. Größe. Ah, Ails brauche ich gar nicht, ne? Blödsinn, sondern Console Redline. Name plus ist nicht groß. Okay. <laughs> groß. Schwuppdiwupp. Wenn ich das jetzt starte, wird rauskommen. Super, wieso kommt da ein Error? Ich kriege einen Anfall. Höchsten Grades. Tak. Noch einmal. Warte mal, da steht irgendwas im Eck. Das ist jetzt aber der Showblocker. Wieso bitte gibt es das, dass das. Ah, warte mal, halt, 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 halt. Das ist, weil ich da Sachen offen habe. Muss ich ganz kurz schließen. Wegen den Mails. Na bitte, der kennt sich eh schon aus ich kriege einen Anfall, bitte, wo ist jetzt das Programm hin? Ich glaube, ich kriege einen Anfall, wieso habe ich da jetzt gerade einen Trojaner drauf? Aha, spannend. Äh, ist nicht groß, ich starte das Ding. Mhm. Muss ich noch mehr eingeben? Dass ich da jetzt gerade eine Schadsoft hier drauf, habe, kommt mir fast ein bisschen eigenartig vor. Das gerade mit dem Livestream da zu tun hat, ist eigenartig. Ich mache einfach mal TIDA. Probieren wir es doch einmal, ich starte das. Gott, jetzt habe ich eine Ausgabe. Okay, was ich jetzt noch mache, ist, dass man selbst einen Namen eingeben kann. Pars. Warum das jetzt so ausschaut, weiß ich nicht genau, Readline. Und hier habe ich Readline. Start ich. Jetzt kann ich selbst einen Namen eingeben. Zum Beispiel sage ich zuerst Console Readline. Ähm, gib deinen Namen ein, Doppelpunkt, und dann gebe ich hier ein, gib deine Größe ein, in Zentimeter ein, ja, Gut, starten wir weg. Wenn ich jetzt den Namen eingebe, äh, das hier Markus, keine Ahnung, und der ist 1,55 Meter groß, 1,56 Meter, kann ich sagen, okay, Markus ist so und so groß. Man baut einfach diese Sachen zusammen. Wenn du jetzt wirklich programmieren lernen willst, wenn das jetzt kein Scherz ist, muss ich auch dazu sagen, dass das jetzt, da jetzt gerade crasht, ist ein bisschen eigenartig. Man weiß ja nie im Internet, wen man dran hat. Äh, kann das, ähm, ist es wahrscheinlich gut, wenn du auf längere Frist irgendwo einen Kurs machst. Es gibt garantiert Programmierkurse, C-Sharp, Mieren, Lernen, Seite verlassen, wollen wir nicht, nicht speichern. Tutorial für Anfänger. Ist vielleicht auch einfacher, wenn man einfach der Reihe nach durchliest. Ja. okay Gut, vielleicht war es ein kleiner äh, Start. Wenn es Lust hat, kannst du ja auch am Tag der offenen Tür vorbeikommen bei uns. Gut, in diesem Sinne, 19 Zuschauer, da sind ja doch ein paar da. Genau, muss ich jetzt auch ganz offen was sagen, äh, warum mir diese Programme, wie ich sie vorher gesehen habe, ich habe sie jetzt geschlossen, vom Fabian und vom Nico so Spaß machen ist. Ich möchte euch dieses Bild zeigen. Dieses Bild ist wahrscheinlich einer der, äh, ja, normalerweise in den Klassen immer ein bisschen lacher. Das bin ich mit 18 Jahren. Und ich habe mit 18 Jahren, bin ich selbst in eine HTL gegangen und habe begeistert am Commodore 64 programmiert. Und manchmal denke ich mir, äh, ich hätte wahnsinnig gern, also damals hat es kein Internet gegeben, glaubt mir nicht. Da hat es ein Buch gegeben, aus dem habe ich Assembler gelernt. Uh, und damals war es so, dass ich das erste Mal eine, eine Anwendung programmiert habe. Diese Computerzeitschriften haben damals so ausgesehen. Und uh, ja, August '88. Da es hier nicht einmal noch geplant. Wenn die Schüler da zuschauen, <laughs> schaut aus wie der junge Senner, der Magic Klaus. Uh, Wahrscheinlich an den Haaren. Ich bin gespannt, von mir. meine Haare wachsen da jetzt im, im, äh, in dieser blöden Schulsperre. August 1988 äh, habe ich damals das erste Mal praktisch was veröffentlicht, habe dafür äh, 1000 Mark bekommen, was 700 Schilling waren. Wie ist das? 500 Euro, glaube ich. Das hat mein Leben, oder also, hat mir extrem Spaß gemacht. Und Deswegen denken wir manchmal, es ist, ein, also es ist einfach Weltklasse, wenn sie euch dahinter setzt, wenn ihr selber, jetzt die du wieder auf die große Kamera um, wenn sie ganz abgesehen von diesen Übungsbeispielen, die wir in der Schule machen, wenn sie euch hinsetzt, wenn sie selber zum Programmieren anfängt, wenn sie herumsucht im Internet, wenn sie das tut, ist es unmöglich, dass ihr nicht Programmieren lernt oder so weiter. Wenn es euch Spaß macht, wenn nicht, dann nicht. Gut, in dem Sinne fällt mir jetzt gerade nichts ein, was ich noch zum Besten geben kann. Morgen beim Coding Contest. Lest euch die Informationen durch. Ich bin beim Classic CCC dabei am Nachmittag. bedanke mich noch einmal bei Fabian und Nico für die super äh, Programme. Ich schicke euch diese 15 Euro für, den, für äh, die Gutscheine zu. Reden wir uns einfach über Discord zusammen. Oder über E-Mail. Wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund, wascht euch die Hände und vielleicht sehen wir oder hören wir uns morgen beim äh, CCC. Genau die Frage, streamen Sie den CCC? Antwort, also meinen Bildschirm streame ich ganz sicher nicht, weil das Ding ja ein Wettbewerb sein soll. Klassik CCC würde ich anbieten, dass äh, ich schicke eine E-Mail aus, wo ein... Äh, wo ein wo ich anbiete, dass sich jemand auf den Ding registriert, auf den Server von Discord Channel, aber selber glaube ich nicht, dass ich streame. Ich meine, was ich streamen könnte, ist mich mich anzusehen, aber ich glaube nicht, dass das so lustig ist. Weiß ich noch nicht, aber ich glaube eigentlich nicht. Ja. Mhm. Gut, ich warte noch ein bisschen, ob noch irgendwelche anderen Fragen sind. Trinke meinen Kaffee. Das ist, wenigstens ein, das ist wenigstens ein Livestream, der nicht überlang ist. Im normalen Unterricht sagen wir manchmal Schüler, es ist, es ist etwas eintönig, mir mit der Zeit zuzuhören. Ich kann es leider auch nicht ändern. Äh, Programmieren ist halt ein bisschen so und wie richtig spannend wird der Programmieren es dann, wenn man es wenn selber macht. Ja. Ansonsten, wenn Fragen sind, einfach E-Mail schicken. Und genau, wünsche ich euch viel Spaß. Morgen beim Contest und den Fünfklasslern arte Nerven bei der Abgabe von der Diplomarbeit. Tschüss, grüß euch. Tschüss, van Wirt.